Ah, und weiter gehoppelt in das Kreuzonne, in dem Spiel mit kommt herbei, der Quest. Und ein Bewunderer, der anscheinend sich gerade dem Orden der Heiligen Flamme angeschlossen hat. Naja, wie dem auch sei. Wir machen mal diese Mission und hoffen, dass es eine gute ist, die hier an diesem Baum hängt. Kommt herbei. Wärmt eure Seele mit Entzücken und Wagemut. Erlebt das Spektakel des Tanzes. Lasst euch vom Haus der Träumerei führen in eine Welt der Träume. Finden Sie auf Feuer südlich vom Bauernzweck. Ey, das Haus der Träumerei. Da bin ich hier voll dabei. Alchemie? Kennen wir Alchemie nicht schon? Aber ich weiß nicht, warum sie unbedingt hier lagern. Ich meine, irgendwie. Aber schön, dass wir das Haus der Träumerei mal wieder sehen. Doch schön, dass ich schon mal von irgendwelchen Fröschen, Insekten oder was anderes geackert werde. Yay. Nun gut. Ah ja. Das mag sich unglaublich anhören. Doch ich kenne den Unterschied zwischen ausgeschmückten Geschichten und einem Problem. Ich werde helfen, wo ich kann. Mich schaudert bei dem Gedanken, was bei eurem elfischen Zirkus als ausgeschmückt gelten würde. Ich glaube mir ja selbst kaum. Aha. Ah ja. Federmotte? Elfischer Zirkus, also ich muss das sehr bitten. Schleue? Ah, also wenn das nicht meine liebste Messerjongleurin ist. Ich wusste schon, dass ihr mich mögt, als wir uns zum ersten Mal trafen. Doch ich hätte nicht gedacht, dass ihr mir bis nach Dunkelforst folgt. Oh, ich kann mich an sie nicht mehr erinnern, aber das ist ja egal, nicht wahr? Wie ist sie ergangen? Ah, ich genieße meine Zeit auf der Straße. Das ist der erste Exkurs in die Ferne seit meinem Beitritt zum Haus der Träumereien. Und ich bin recht angetan vom Leben als reisende Schaustellerin. Es gibt viel zu sehen, zu tun und zu trinken. Oh, es gibt so viele verschiedene Sachen zum Trinken. Yeah. Klingt übrigens ein bisschen wie diese eine Mini-Katze, der wir zwischendurch mal begegnet sind in L2er. Was? Zeigt ihr Interesse an örtlichen Schwierigkeiten? Ach ja, das ist, weil wir gleich zu einer Submission kommen. Sie hat ein weiches Herz, was Leute angeht. Nichts macht sie glücklicher, als anderen Freude zu bringen. Sie kann es einfach nicht ertragen, die Leute leiden zu sehen. Ihre Weichherzigkeit kann hinderlich sein. Doch sie macht sie auch zu einer guten Mentorin. Und einer guten Freundin. Weiches Herz? Unterwegs neigt sie dazu, immer freundlich zu sein. Im Großen wie im Kleinen. Lob will sie keines. Alchemie mag zwar Belobigungen für ihre Schauspielkünste genießen, doch meist ist sie sehr diskret mit ihrer Wohltätigkeit. Sie hat sogar Gold für das Waisenhaus in Leerwin gesammelt. Sie klingt tatsächlich ein bisschen so beim Berg. Ich bin ja sehr beeindruckt von Leuten, die in dem Zustand noch vernünftig Sachen rauskriegen. Wie wunderbar, euch wiederzusehen. Seid ihr gekommen, um die Wunder der Nordkultur in Bauers Eck zu verbreiten? Oder habt ihr Rigurd auf dieser Reise zurückgelassen? Rigurd? Also ich erinnere mich an nichts mehr, ne? Das war ein Sommerstand. Da war auch so Rigurd. War da was mit Rigurd? Ja, keine Ahnung, anscheinend. Das ist erschrecklich hier. Ich bin dieses Mal ohne Rigurd hier. Ich bin meistens ohne Rigurd, obwohl, naja, nee, nicht wirklich. Rigurd ist doch ziemlich oft hier. Eine Schande. Abgesehen von der Prahlerei kann er unter den richtigen Umständen recht unterhaltsam sein. Doch es tut gut, euch wohl auf und immer noch auf Reisen zu sehen. Ich hätte gedacht, euch müsste inzwischen ein Drache gefressen haben. Ich scherze natürlich. Seht mich nicht so an. Ich habe Drachen gefressen. Viele. Haha. Wo ist Mutter? Das sind Hunde. Und Knaller? Die kenne ich noch nicht. Na gut. Wer ist er hier? Headset? Ich habe derzeit viel um die Ohren, Fremde. Wenn ihr Gastfreundschaft sucht, sind diese Zirkusleute bessere Gesellschaft als ich. Der sieht aber auch aus wie ein harter Haudige, ne? Dafür, dass er nur Bauer ist? Na gut, hallo Alchemie. Oh je, ihr reist so viel wie ein Wanderzirkus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns auf der anderen Seite Tamriels wieder über den Weg laufen. Ich würde euch ja einladen, als Gastdarstellerin mitzuwirken. Doch unsere Show ist bis auf Weiteres abgesagt. Oh. Es ist alles sehr dramatisch, ironischerweise. Das ist in der Tat dramatisch, nicht wahr? Wo ist denn das Problem? In Bauers Eck wird ein finstererer Unfug angestellt als jener, den das Haus der Träumereien zu bieten hat. Ich höre von vermissten Einwohnern, die später wieder auftauchen und sich merkwürdig verhalten. Wir haben unser Lager hier erst kürzlich aufgeschlagen, doch die Einheimischen befürchten, wir wären der Grund für ihre Misere. Alter.
Also nicht wegen der komischen Misere, sondern dass ich nicht... Ich habe das die ganze Zeit Bauerseck gelesen, aber dass es Bauerseck heißen soll. Ja, gut. Es ist Montag. Ne, es ist nicht Montag, es ist Dienstag, verdammt. Ideen? Nicht die geringste. Dieser Bauer Hesef meinte, seine Schwester wäre unter den Betroffenen und sie wäre unlängst verstorben. Zumindest dachte er, sie wäre tot, aber sie hat keine Leiche hinterlassen. Ich muss den Namen der Truppe reinwaschen. Doch so misstrauisch wie die Einheimischen sind, brauche ich Hilfe. Und ich kann dafür bezahlen. Na gut, ich gehe der Sache mal auf den Grund. Hesef hatte erwähnt, dass bei zwei seiner Nachbarn auch Verwandte verschwunden sind. Radon Davo und Yahus. Sprecht mit ihnen. Sie könnten bei einer weniger prunkvollen Reisenden offener sein. Ihr wollt vielleicht auch selbst mit Hesef reden. Aber erstmal zum Fragen, was Sie mal, das ist ja Höflichkeitsfragen. Die Sache mit meiner Schwester wieder einzurenken war leichter, als ich gedacht hätte. Ich hätte ihr mehr vertrauen sollen. Man sagt, man kann einen anderen Menschen nie wirklich kennen. Aber reden hilft. Ihr solltet uns wieder besuchen. Und vielleicht diesmal sogar richtig vorsprechen. Ja, aber das Problem ist, ich muss die Welt retten. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Das ist, Als sehr kompetente Person kenne ich das natürlich auch aus der Realität. Man ist so fähig in allen Bereichen, dass man natürlich auch in vielen anderen Sachen sehr gut ist. Und ein bisschen realistischer. Ich habe mal während meines Studiums so Kundensupport für die Telekom gemacht. Erzähle ich mal wieder gerne. Das war auch ein richtig scheiße Callcenter. Wird halt Mindestlohn bezahlt. Und das ist eigentlich mehr so ein Hartz-IV-Abstellgleis. Also, wenn du jetzt so seit 10 Jahren einer Maßnahme drin bist, dann schicken sie sich ja mal zum Callcenter. Ist auch irgendwie ganz schon belastend. Also, mich persönlich hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber meine technische Affinität hat da sehr geholfen, da irgendwie diesen Job irgendwie so ein bisschen Basis reinzubringen. Aber es ist halt ein bisschen Verschwendung meiner Talente. Aber an sich habe ich dazu bei gekonnt, diesen Telefonquatsch. Eins, was mir gefehlt hat, war Rechte mehr zu machen. Weil du musst ja, ist ja immer so weiter, du bist ja irgendwie, ich war am Second Level und dann kannst du aber nicht einfach das Third Level kennen, wenn es ein bisschen komplexer wird. Das Problem ist halt, dass die meisten Probleme, die du auf den Tisch kriegst, sowieso total simpel sind. Da hast du ja eigentlich diese Abstufung. Aber irgendwie die Leute immer. Long story short. Es macht keinen Spaß, mit einem First Level Support zu sprechen, weil der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Also, wenn er das hätte, kann er eh nichts machen. Und. Aber die meisten Probleme, die Leute haben, ist wirklich mit einem Router Neustart belegt. Also wenn es im Internet geht, da kannst du schnell was machen. Aber die Leute wollen halt trotzdem mit jemandem quatschen, der irgendwie kompetenter ist und vielleicht, und dieses Kind Vorurteil ist einfach Tatsache, Deutsch vernünftig kann. Aber eigentlich reicht der First-Level-Support vollkommen aus. Aber wäre eine Verschwendung von Talenten und die Leute sind natürlich nicht dafür bereit, dafür zu zahlen. Und die Telekom hat schon einen der besseren Supporte bei den Freudenhauspreisen, die aufrufen. Na gut, was machen die hier eigentlich? Verschlafene Städtchen wie Bauerseck brauchen am dringendsten eine Abwechslung vom Alltäglichen. Wir sind gekommen, um ihnen Mysteriöses und Magisches zu bieten. Doch es scheint, dass man uns die Schau gestohlen hat. Nun, unsere Truppe wird sich nicht so leicht übertrumpfen lassen. Wir haben einen Ruf zu wahren. Okay, und der Plan? Helfen, natürlich. Ich habe mein Leben der Befreiung der Menschen von ihren Sorgen verschrieben. Selbst wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Und wenn ich das nicht von der Bühne aus kann, werde ich meine Talente dort einsetzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Alchemies Story war, dass die beide irgendwie diese Prüfung für dieses Bababab irgendwas Projekt da, irgendwas mit den Sommersend Wache bla geleistet hatten, ne? Und das die war, glaube ich, auch so ziemlich fähig in Magie, ne? Aber sie hat trotzdem das Haus der Träume rein interessanter gefunden. Ja, könnte gefährlich sein, in der Tat, nicht wahr? Habt ihr das schon vergessen? Ich mag den Beitritt zur Sapiarchie verschmäht haben. Doch ich war unter vielen talentierten Gelehrten und Magiern die aussichtsreichste Anwärterin. Ich habe nicht eure Erfahrung als Abenteurerin, aber ich bin eher dazu in der Lage, dieses Mysterium aufzuklären als manch anderer. Schön, dass es uns nochmal erinnert hat. Ich habe mich daran erinnert, das war nur halt sehr grob meine Erinnerung. Das ist halt lange her, wer auch immer Fehlermotte ist. So, hallo, guten Tag, Hesef. Ihr arbeitet also mit den Schaustellern. Sie mögen sonderbar erscheinen, doch man ist in ihrem Lager sicherer als im Gasthaus. Wobei ich nicht sagen will, dass Bradon einen schlechten Laden führt. Nein, nein, in unserem Dorf gibt es nur viele Seltsamkeiten. Also die Geschichte hört sich jetzt erstmal übrigens so vom Pitch, sag ich mal, sehr interessant an, mit verschwundenen Leuten, die wieder zurückkommen. Erinnert mich ein bisschen an Fallout 4 und den
Sinds, die dann wieder zurückkommen. Nur das ist wahrscheinlich hier ein bisschen leicht anders. Vielleicht ist es ja auch ein wohlmeinender Nekromant, der die Leute wieder, der immer, wenn Leute irgendwie im Sumpf verschütt gehen, die wiederbelebt. Und am Ende stellt sich raus, der hat das nur gut gemeint. Das hat keinerlei sinistere Ziele. Und dann kommt aber der Fackelmob. Na gut, ich helfe euch mir bei einem Problem. Geschichte mit eigenen Ohren anhören. In letzter Zeit sind Leute verschwunden, einschließlich meiner Schwester Cille. Nie lange, nur ein paar Tage. Aber lang genug, dass man sich Sorgen machen konnte, bis sie dann zurückkamen, als wäre nichts geschehen. Aber es ist etwas geschehen. Sie kamen anders wieder, als ob ihnen nichts mehr vertraut wäre. Vielleicht ein bisschen zu viel vergessen? Warte mal, war Alchemie war aber nicht der Bruder von der anderen Schwester, oder? Weil ich weiß, dass irgendein in deinem Haus der Träumerei hat ein bisschen mehr als nur sein Aussehen geändert, aber da war auch eine. Na gut, das war eine softe Geschlechtsumwandlung bei. Ich weiß nicht, ob das Alchemie war. Ach, ist ja auch nicht egal. Vergessen? Es ging nicht um Erinnerungen. Sölle wusste alle möglichen Einzelheiten, einschließlich solcher Dinge, wo sie das Salz zuletzt gelassen hatte. Aber sie tat so, als hätte sie es nie wirklich geschmeckt. Sie erwähnte Sachen, als wären sie eben geschehen, die ich lange vergessen hatte. Sie bohrte in alten Wunden, die längst verheilt waren. Also hat jemand die Erinnerungen genommen und komplett rausdestilliert, aber ohne den zeitlichen Ablauf. Fun Fact übrigens, wenn man sich an irgendwas Vergangenes erinnert, erinnert man sich eigentlich daran, weil man sich das letzte Mal daran erinnert hat. Und das ist die Tür. Bis gleich. Auf jeden Fall ein etwas komischer Fall. Nun gut, verschwinden? Ja, wie war denn das jetzt mit der Schwester? Ist sie schon länger tot? Kann ich nicht sagen. Es fühlte sich an, als würde sie die Vergangenheit neu durchleben wollen. Gutes wie Schlechtes. Ich weiß nicht, was so etwas auslösen kann. Wir führen nun ein ruhiges Leben. Auch ein glückliches, wie ich dachte. Führten, muss ich wohl sagen. Sie ist fort. Wenn sie überhaupt wirklich jemals zurückgekommen ist. Aha. Da ist ein Rechtschreibfehler drin. Wie ist das mit dem Buch? Das kann man bestimmt irgendwo eintragen, dass das Buch an einer bestimmten Stelle ist. Das, ich meine, ist ja alles irgendwie ein... Vorhin mit meinem Voriplasma-Buch meine ich gerade. Das ist mir gerade so eingefallen. Das mit den Erinnerungen übrigens, was ich gerade meinte, dass man sich nur daran erinnert, weil man sich das letzte Mal daran erinnert hat, dass die Erinnerung dadurch ja immer schlechter wird, ist jetzt die Frage, wiefern das wirklich funktioniert. Ich habe bei diesen ganzen Neuro-Geschichten immer so ein bisschen... An sich möchte ich gar nicht genau wissen, wie das funktioniert, weil mich das nur beunruhigt, weil das halt schwierige Fragen über die das Wesen des Seins stellt. Und wie viel freien Willen man überhaupt noch hat am Ende, wenn man da mal tiefer bohrt. Und das ist die andere Frage, aber ob das mit für alle Erinnerungen war es oder ob das, sagen wir mal, für... Es gibt ja auch Leute, dass, wenn du so ein Trauma hast, dann durchlebst du ja auch diese Situation auch immer und immer wieder. Und da scheint die Erinnerung ja eher nicht schlechter zu werden. Also es ist halt die Frage, ob das mit den Erinnerungen, ob das ein bisschen drauf ankommt, was das ist. Nun gut, was ist der Schwester passiert? Cille hat mich zu unserem alten Schwimmplatz geführt. Wir waren seit Jahrzehnten nicht mehr dort. Sie sprang hinein, wie wir es als Kinder gemacht haben. Ich sah weg, bevor sie das Wasser berührte. Sie traf wohl hart auf. Als ich endlich den Mut aufbrachte, hinzusehen, war da nur tintenschwarzes Wasser. Sie war weg. Wie lange ist das her? Warte mal, ist das nicht mal, bevor sie ihn hat? Das stimmt. Selbst mit dieser Tinte im Tümpel habe ich gemerkt, dass ihre Leiche nicht dort ist. Ich habe auch die Umgebung des Schwimmplatzes durchsucht. Nichts. Nicht einmal ein feuchter Fußabdruck oder noch mehr von dieser fiesen Tinte. Als ob sie verschwunden wäre. Aha. Okay, das wird immer interessanter hier. Was hast du vorher gesagt? Vor allem viel aus unserer Kindheit. Wenn unsere Eltern da waren, steckten sie immer tief im Skoma. Daher mussten Cille und ich aufeinander aufpassen. Heute ist das nicht mehr so. Die Jahre hier waren friedlich. Ich schätze, wir hatten uns entfremdet, bevor sie verschwunden ist. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was ist jetzt die Zeitschiene? Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das, wo sie schon wieder aufgetaucht ist, in den reingesprungen und war aber dann wieder weg. Oder sie ist jetzt gerade da und das war das letzte, wo sie ursprünglich verschwunden ist. Na gut, ihr habt euch auseinander ausgelebt. Nein. Vielleicht. Wir haben gemeinsam gegessen und den Hof geführt. Doch es gibt nicht viel zu bereden in Bauerseck. Noch ein Feld bestellt, noch ein Tag vergangen. Wollte sie mir etwas sagen? Was versuchte sie mir zu sagen? Davor habe ich übrigens auch mal große Angst, dass man irgendwann, dass dann die Geschichten des Schaffens ausgehen, dass man in Hollow geht.
Das ist heute wieder tiefenpsychologisch. Wir haben Neuro dabei, wir haben die. Oh, das ist schrecklich heute. Die Überlegung ist, dass in Dark Souls, was ich gerade aktuell mal wieder spiele, ist es so, dass die Untoten ja irgendwann so stupide in der Gegend rumstehen, wenn sie halt irgendwie keine Aufgaben mehr haben oder ihre Aufgabe erfüllt haben, was ein bisschen ironisch ist. Wenn du nämlich hilfst, den NPCs, dann werden die irgendwann hollow und dann stehen sie noch drum rum und greifen dich an. Und dass die Leute werden halt hollow, wenn die keine Aufgaben mehr haben und ihre Aufgabe nicht oder aufgegeben haben ihre Aufgabe. Und davor habe ich persönlich immer so ein bisschen Angst, dass du halt irgendwann das Leben durchgespielt hast. Also ich habe nicht vor der Unendlichkeit Angst, sondern davor, dass du deine Ziele, also Moment, ich habe nicht Angst, dass du meine Ziele nicht erreichst, sondern dass ich meine Ziele erreiche und dann dastehe und mir denke, aber dann nicht mehr genug Energie habe, um noch was Neues anzufangen, weil du nicht mehr diesen Druck des alten Ziels hast. Und das ist alles ganz so doof. Und die hören sich mit ihrer Farm gerade so an, als wären sie hollow gegangen. Komplett ausgehöhlt. Die Zeit, bevor die verschwunden ist. Wir waren recht erschüttert von dem, was Igmund zugestoßen ist. Igmund? Aber die Dinge gingen wieder ihren gewohnten Gang. Bis Sylle loszog, um Holz zu sammeln und nicht zurückkehrte. Ich habe die anderen angefleht, mir bei der Suche zu helfen. Aber sie hatten Angst, auch zu verschwinden. Warte mal. Ist das schon wieder so eine Wuri-Plasma-Geschichte? Das wäre natürlich interessant, denn habt ihr was gefunden? Ehrlich gesagt bin ich selbst nicht weit gekommen. Ich dachte, etwas in diesem Wald zu hören. Selbst tagsüber fühlte es sich an, als würde man mich beobachten. Als sie wieder am Haus auftauchte, bin ich fast ohnmächtig geworden. Ich hätte erleichtert sein sollen. Stattdessen fühlte ich mich heimgesucht. Ein Geist? Kann ein Geist einen bei der Hand nehmen? Ein Essen zubereiten? Ich habe sie nie schlafen sehen. Ich habe aber selbst kaum geschlafen. Das Starren war das Schlimmste. Es fühlte sich an, als würde sie ständig alles beobachten. Ständig lächeln. Wenn sie blinzelte, wirkte das eine Lid ein kleines bisschen träger. Da bekam ich Gänsehaut. Also sind sie mal im Nalk rum? Ich bin noch welche. Hesef hatte erwähnt, dass bei zwei seiner Nachbarn auch Verwandte verschwunden. Das ist sehr interessant. Das gefällt mir sehr gut, diese Geschichte. Bis jetzt. Es sei denn, die Konklusion wird total dumm. Dann gefällt es mir nicht mehr. Ich könnte welche Bauern umbringen, ne? Aber ich kann mit ihnen reden. Oder auch nicht? Selbst die Leute hier in der Gegend scheinen gern regelmäßig ein Schwätzchen zu halten. Ich habe keine Zeit für diesen Unfug. Zu viel Arbeit. Ich habe vor, das hier zu einem der erfolgreichsten Höfe im weiteren Umkreis zu machen. Das Landleben allgemein wird übrigens als mal sehr... Also das... Die Leute haben früher weniger gearbeitet, um es mal kurz zu fassen. Das Ding ist, du kannst halt nicht hier irgendwie einfach mal ein bisschen eine 12-Stunden-Schicht schieben, da wird das besser, sondern irgendwann ist halt so ein Hof ist halt geführt und das... Dieses Hardcore-Durcharbeiten ist eigentlich eher ein Zeichen der Industrialisierung. Ich kann aus meinem Hosensack stehlen. Ja, da wird wahrscheinlich nur... Reden wir erstmal mit ihm hier. Oh, ein Rotwadone. Oh, Vorsicht! Ihr hättet fast das Pferd scheu gemacht. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Vermisstenfälle. Ihr seid wegen Käferschwanz hier. Ich wusste, dass jemand kommen würde, doch meine Nachbarn bleiben auf Abstand, seit er zurückgekehrt ist. Ich kann ihnen das nicht einmal verdenken. Ich wollte ihn selbst nicht zurücknehmen. Nicht nach dem, was mit Igmund und Sylle war. Aber ich konnte ihn einfach nicht abweisen. Bei ihm ist das Pferd verschwunden? Ja. Oder vielmehr fürchte ich, sein Schicksal zu teilen. Käferschwanz ritt trotz meines Protests mit einem Pferd los, das er abliefern wollte. Der Wallach kam zurück, doch Käferschwanz nicht. Früher wäre ich der Erste gewesen, der dem nachgeht. Doch nun hatte ich Angst, er könnte zurückkehren, wie die anderen. Und das tat er dann auch. Okay, das Pferd ist nicht Käferschwanz. Tot. Oder weg. Vorerst. Selbst die Pferde haben gemerkt, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Ich musste dieses hier am Halfter halten, während er es striegelte. Aber plötzlich bäumte es sich auf und trat Käferschwanz. Überall spritzte Tinte hin. Als ich wieder klare Sicht hatte, war das auch schon alles, was noch da war. Okay. Die Leute kommen als Tintenwesen wieder? Ich meine, wir sind hier in einer Geschichte, aber als Tinte? Interessant. Also man kennt Wuri-Plasma. Ich habe noch weitere Fragen. Ich will eigentlich gar nicht über das sprechen, was hier geschehen ist. Doch ich werde es tun. Wie viele mehr werden noch verschwinden und uns heimsuchen, wenn wir nicht versuchen, das alles aufzuhalten? Was wollt ihr wissen, Fremde? Wer war Kieferschwanz für euch? Im fernen Land Elsweyr wurde ich von Meereselfenpiraten entführt und in die kaiserliche Sklaverei verkauft.
Käferschwanz war schon viele Jahre ein Sklave, als ich wie viele andere Khajiit dazukam, nachdem Königin Euraxia Elsweyer überfallen hatte. Wir verstanden uns so gut, weil wir so wenig miteinander sprachen. Ah ja, klassische Beziehung. Willkommen. Ihr mögt mich für einen Geschichtenweber halten, doch ich schwöre, dass ich keine Lügen erzähle. Käferschwanz und ich quälten uns unter der heißen Sonne und gruben Metall für die kaiserliche Königin aus, als ein Drache aus dem Himmel herabstieß und das Land verbrannte. In dem Chaos liefen wir davon. Kenne ich, hab schon Drachen besiegt. Das ist auch wieder schweres Trauma. Das ist bis jetzt die einzige Gemeinsamkeit, die ich finde. Der andere Typ hat skrummersüchtige Eltern und er hat hier Sklaverei, okay. Ich hoffe, diese Tage haben euch besser auf unsere Probleme vorbereitet als mich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was mir mehr Furcht einflößte. Diese riesige, feuerspeiende Bestie oder mein schweigsamer Freund, der nur dastand wie ein Phantom. Was denkt ihr wahrscheinlich so beunruhigt? Mir wäre nichts Ungewöhnliches aufgefallen, hätte ich nicht gehört, was Igmund und Sylle zugestoßen ist. Sein Wesen und sein Aussehen ließen nichts Finsteres vermuten. Wenn überhaupt, betrachtete er mich mit wärmerem Blick als seit Jahren. Unter gewöhnlichen Umständen sprach er manchmal tagelang kein Wort. Warum? Er schien oft an unsere früheren, abenteuerreicheren Tage denken zu wollen, bevor wir nach Bauers Eck entkommen waren und uns hier niederließen, um Pferde zu züchten. Es waren lebhaftere Zeiten, doch ich würde sie nicht für das eintauschen wollen, was ich jetzt habe. Durchlebte Erinnerungen.